Moin Leute, ich bin Aslava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video geht es jetzt um drei der Münzen, und zwar was sie im Spiel verursachen, nicht wie sie funktionieren. Und zwar beeinflussen drei der Münzen das Spiel eher negativ oder eher positiv. Ich werde quasi sagen, wie es in Jahr 1 gewesen ist, wie es jetzt mit Taken King und Rise of Iron geworden ist. Ich habe in beiden Varianten ca. 1600 Spielstunden investiert. Sprich, ich habe jetzt wirklich eine ausgewogene Meinung. Jetzt kann ich das Ganze tatsächlich beantworten. Viele Leute wollten das schon zu Taken King dazu ein Statement von mir haben. Aber nun bin ich wirklich ausgewogen und kann sagen, so und so ist es. Jetzt noch ein kleiner Hinweis, eure Kommentare sind gefragt. Ich möchte nämlich ein Video machen zu Destiny 2 Erwartungen. Und da ist es für mich wichtig, was wollt ihr, was Destiny 2 besser kann als das jetzige Destiny? Was erwartet ihr? Die besten Kommentare davon werde ich in einen separaten Video einfügen. Ich werde jetzt unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Unter dem könnt ihr dann drauf loskommentieren. Dann würde ich auch mal sagen, fange ich an mit Jahr 1. In Jahr 1 gab es relativ wenig Exos. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel nachgucken, wenn ihr dann in den Turm fliegt, Rüstungs-Items, also da, wo man sich die Exos ausdrucken könnt, beziehungsweise wo man sich die Waffen ausdrucken könnt. Dort könnt ihr dann auf die zweite Seite gehen, dann seht ihr so eine kleine überschaubare Menge. Das waren alle Exos, die in Jahr 1 da waren, beziehungsweise die nach und nach dazugekommen sind. Und jetzt erstmal so vom Standpunkt her, wie hat man die Exos bekommen? Man konnte Exos bekommen im Schmelztiegel. Hört sich total wahnsinnig an, hört sich total perplex an, aber man konnte durch Matchabschluss konnte man Exos bekommen, also Exo-Waffen. Das war aber ultimativ selten, ultimativ. Das war die seltenste Lootquelle. Bei ca. 5000 Matches, die ich im PvP in Jahr 1 gezockt habe, habe ich gerade mal 10 Exos, 10, 12 Exos so um den Dreh herum bekommen. Also gerade mal jedes 400. Match, also unter 100 Matches konnte man nicht mal ansatzweise davon träumen, ein Exo zu bekommen. Allgemein, der Loot war relativ selten im PvP. Dann gab es jetzt noch die Strikes. Dort konnte man ebenfalls Exos bekommen als Abschlussbelohnung, war aber auch scheiße selten. Circa jeder 50. Strike hat einem ein Exo gewährt, also echt selten vom Niveau her. Dann gab es noch die Raids. Es gab Exo-Kisten in Raids und es gab die Raid-Bosse. Diese konnten ebenfalls einen Exo-Waffen gewähren. Unabhängig davon, von den speziellen Waffen wie Vex Mythoclast bzw. wie die Necrochasm. Davon reden wir jetzt nicht. Ich rede jetzt wirklich nur allein von den reinen Exo-Drop. Dann gab es noch den Dämmerungsstrike. Dämmerungsstrike hatte eine krasse Bedeutung in Destiny früher Jahr 1. Das war quasi eine Pflichtveranstaltung, denn man hat nicht nur die Chance gehabt, ein Exo zu bekommen, nein, man hat noch einen dicken, fetten Buff bekommen von 25% auf alle Lootquellen. Auch bei Engrammen hat man dadurch mehr Ruf beim Kryptarchen bekommen. Dieser konnte nämlich ebenfalls ein Exo geben, und zwar durch die Engramme, die er abgegeben hat. Das Ganze war aber nur auf legendäre Engramme bezogen. Aber ab und an hat auch der Kryptarch einem legendären Engramme durch den Levelaufstieg gegeben. Und daraus hat man Exo bekommen. War echt cool. War cool. Dann gab es noch, das ist wahrscheinlich schon eher die letzte Lootquelle, die man hatte, und zwar Xur. Dafür war aber Xur ein absolutes Highlight. Die Leute sind auf Xur abgefahren. Xur hatte quasi ein eigenes Image, der hatte eigene Bezeichnungen. Für den einen war der absoluter Segen, für den anderen absoluter Nachteil. Man wusste, wenn Xur Suros Regime verkauft, dann ist dieses Wochenende Suros Regime Time im PvP. Das war immer so. Egal was Xur verkauft hat, das Ding ging absolut im PvP ab. Momentan ist es eher uninteressant, man hat drei der Münzen, da kommt man leichter an die Exos ran. Aber auf jeden Fall früher das absolute Highlight der Woche. Und das Beste war früher, die Items, die Xur verkauft hat, warum er auch so krass interessant gewesen ist, sie waren alle auf dem maximalen Wert. Es gab nicht so einen Werteunterschied wie jetzt. Und vor allem auch bei Waffen war es vollkommen irrelevant, ob sie max gelevelt sind oder nicht. Sie haben nicht das tatsächliche eigene Level beeinflusst, sondern das hat nur die Rüstung getan. Jetzt gehen wir jetzt über in Jahr 2. Und zwar, was hat sich jetzt erstmal geändert? Xur ist ein bisschen abgewertet worden, beziehungsweise vielleicht ein bisschen viel abgewertet worden. Er hat seine Bedeutung eher verloren. Man geht eigentlich nur noch zu Xur, um drei der Münzen sich zu besorgen. Und ja, die Items, die Xur hat, sind relativ schwach. Leveltechnisch pushen die nicht wirklich ein, sondern sind, wie soll man sagen, eher untere Schublade. Und die Items, die er mit sich mitführt, sind ja auch nicht immer erste Sahne. Auf jeden Fall in Jahr 1 besser, gab es natürlich aber auch weniger Items, das darf man nicht vergessen. Der Lootpool war geringer, deswegen
war auch die Ausbeute viel größer und zweitens in Jahr 2 mit und Rise of Iron kamen eher Items ins Spiel, die so, naja, die muss man nicht unbedingt haben, aber die sind halt vorhanden. In Jahr 1 war das ein bisschen anders, da gab es halt mehr gute Items, in Anführungszeichen, als es jetzt gibt. Und ja, dann hat man jetzt hier in Jahr 2 die 3 der Münzen, die kann man natürlich benutzen, um durch Ultras Exos zu bekommen. Ganz am Anfang von Taken King eine unheimlich krasse Chance, 25 mal oder nee, 100 mal 3 der Münzen eingesetzt, 25 Exos rausgezogen innerhalb von einer Stunde. Fett. Erster Nerf, Zeitstempel, das heißt, es gab so eine kleine Zeitbarriere. Dann zweiter Nerf, runtergesetzt wurden die Rate, wie Exos droppen. Dann noch ein Nerf, nochmal die Rate runtergesetzt. Und jetzt sind wir ungefähr bei einer Rate von jedes siebte Mal einsetzen, 3 der Münzen gewährt ungefähr ein Exo. Kommt auf den Spot an, kommt auf die eigene Wahrscheinlichkeit an. Das ist nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der eine hat da mehr Glück, der andere hat da mehr Glück. So, aber auf jeden Fall, so lootquellentechnisch ist das quasi schon ja, die Ausbeute Nummer 1. Dann gibt es jetzt noch hier so die kläglichen Versuche, so in Raids und durch eine Exo-Kiste, die in Anführungszeichen eigentlich keine Exo-Kiste ist, bei, weiß ich nicht, bei 50 mal öffnen dieses Drecksdings habe ich gerade vielleicht mal 2 Exos gezogen. Ich bin nicht der Einzige, den es so geht. Also die Exo-Ausbeute zum Beispiel aus der Raid-Kiste bei Oryx ist relativ extrem selten. Da finde ich, haben das mit Zorn der Maschinen schon besser gemacht. Da gibt es mehr Anreiz, diese Kisten zu öffnen. Dann haben wir jetzt auch noch als Lootquelle selbst die Raid-Bosse. Die können ebenfalls natürlich einen noch Exo-Items geben. Aber das Ganze ist nicht mehr so stark im Fokus, wie es in Jahr 1 war, weil man ist nicht mehr darauf angewiesen. Jeder Random kann 3 der Münzen kaufen und diese benutzen. Von Beginn an des Spiels. Selbst wenn man Level 5 ist und schon 3 der Münzen sich gekauft hat, kann man durch die Story-Mission, die man hat, die paar Ultras, die man hat, die alle können den Exo droppen. Und so ist es jetzt auch. Das heißt, man kann sich quasi im Spielverlauf bis Level 40 Exo-Engramme erfarmen und diese dann, wenn man Level 40 ist, öffnen und man ist absolut schnell top gegiert. 3 der Münzen hat schon viel im Spiel verändert. Es hat viele Aktivitäten entwertet. Zum Beispiel Xur ist tatsächlich nur noch ein Schrottsammler geworden. Man interessiert sich nur noch für 3 der Münzen, die Xur dabei hat. Man hat einfach einen Fehler bei 3 der Münzen. Es ist nur eine Sache, wie ich es besser machen wollen würde, und zwar das Ganze fokussieren, und zwar 3 der Münzen nicht nur dann auf jeden Ultra zu begrenzen, sondern tatsächlich dann so eine Blockade einzurichten, zu sagen, es zählen nur die Ultras in heroischen Strikes, in Raids, in Dämmerungsstrike, wirklich diese hohen Aktivitäten halt hervorheben, dass nur dort, damit nicht jeder quasi schon von Beginn auf des Spiels es sammeln kann. Ja, ich weiß, das wäre Anfängern unfreundlich gegenüber, aber so war Destiny konzipiert. Destiny war am Anfang absolut anfängerunfreundlich. Aber man hatte dadurch einen krassen Anreiz gehabt, sich die Sachen zu erfarmen. Man hatte wirklich Lust darauf. Man wollte dann in Anführungszeichen zu dieser Elite gehören, die alles besitzen. Jetzt ist es nur noch eine Sache, die man sagt, ja, na, ist mir jetzt doch egal die Woche, dann mache ich halt die Aktivität nicht. Früher oder spät habe ich doch eh wieder alles. Glaubt mir, ich bin absolut nicht gegen Neuanfänger bzw. gegen Neulinge, sonst würde ich nicht so viele Guides machen. Darauf basiert mein Kanal, dass ich anderen Leuten helfe. Aber es muss auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad existieren, so wirklich so eine gewisse Linie, die man überschreitet. 3 der Münzen gänzlich abzuschaffen, dafür bin ich persönlich nicht. Dafür gibt es einfach viel zu viele Exos im Spiel. Und dort alle dann zu ergattern, ist ein immenser Zeitaufwand, also wirklich ein absoluter krasser Zeitaufwand. Den möchte ich natürlich niemandem zumuten, aber es gibt wirklich etwas auf gewisse Aktivitäten zu belassen. Dann könnte man auch mit 3 der Münzen zum Beispiel nicht in irgendeine Aktivität reingehen und sich dort quasi das Ganze erfahren, weil man 1000-mal den gleichen Boss legt, sondern man wäre dann wirklich auf einen Aktivitätsabschluss angewiesen, weil man zum Beispiel nur jeden Strike quasi die Chance dazu hat, einen Exo zu bekommen. Also, was sagt ihr jetzt zu meinem Verbesserungsvorschlag? Würdet ihr den so akzeptieren, wenn es tatsächlich so kommen würde? Beziehungsweise würdet ihr 3 der Münzen verändern? Oder seid ihr mit 3 der Münzen, wie sie jetzt sind, gänzlich zufrieden? Oder habt ihr sogar bessere Verbesserungsvorschläge, wenn man diese effektiver ins Spiel mit integrieren kann? So, das wär's eigentlich schon von dieser Stelle aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.